Stolpersteine in Villmar. Das hat jetzt nichts mit aus dem Bürgersteig herausragenden Steinen zu tun, an denen man stolpert und sich verletzt. Nein, vielmehr geht es hier um Gedenksteine, die im Boden eingelassen wurden, um die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus wachzuhalten. Vater dieser Stolpersteine ist der Aktionskünstler Gunter Demnig, der in Köln an die Deportation von über 1000 Roma und Sinti im Mai 1940 erinnern wollte. Köln, Düsseldorf, Hamburg im Mai 40. Man kann sagen, diese Deportation waren so etwas wie eine Generalprobe. Denn 1000 Menschen auf einmal wegzubringen, ist ja eine logistische Leistung. Ich habe zur Erinnerung eine Spur in die Straßen gedruckt von Köln, von den Wohnhäusern in Köln zur Deutzer Messe. Die Deutsche Messe war Außenlager des KZ Buchenwald. Direkt gegenüber war der Bahnhof und die Deutsche Reichsbahn, wenn ich es glaube. In der Kölner Südstadt kommt eine ältere Dame dazu, Zeitzeugin, die sagt zu mir, ja guter Mann, was Sie hier machen, ist ja schön, aber hier bei uns im Quartier, im Viertel, haben noch niemals Zigeuner gelebt. Und dann wurde mir klar, sie hat es wirklich nicht gewusst. Weil gerade die Sinti-Zigeuner haben seit 400 Jahren, mehr als 400 Jahren in Westeuropa gelebt. Die waren total assimiliert. In Köln, die waren zu 98% katholisch. Völlig normale Nachbarn. Das war eigentlich dieser Auslöser. Wo hat es angefangen? Dort, wo die Menschen ihr Zuhause gehabt haben. Das war die Idee, den Namen zurückzubringen. So wie die alte Zeitzeugin in Köln erinnern sich heute nur noch sehr wenige an die schrecklichen Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945. Die meisten unter uns kennen die Gräueltaten nur aus Überlieferungen. Wir hatten in Villmar und auch in Weiher Mitbürger jüdischen Glaubens. Und auch hier wurden Menschen aus ihren Häusern vertrieben, in die KZs gebracht. Und von daher ist es auch für uns ein Anliegen und ein guter Grund, hier an die Geschichte von damals zu erinnern. Ich glaube, das, was im Nationalsozialismus passiert ist, mit der Vertreibung der Juden und auch mit dem Holocaust, ist eine Thematik, die beschäftigt uns weltweit. Und die Stolpersteine sollen uns daran erinnern, nie zu vergessen, denn wenn einmal was vergessen ist, kommt es auch nie wieder ins Gedächtnis. Und wir kommen auch wieder in so eine Zeit rein, in der politischen Diskussion, die dahin tendiert. Und diese Steine sollen daran erinnern, dass so etwas nie wieder passieren kann und darf. Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Runkel hat schon 2019 mit dem Wahlpflichtfach Erinnerungskultur und der Patenschaft der Kriegsgräberstätte in Runkel den Jugendfriedenspreis erhalten und steht nicht still in dem Bemühen, zu erinnern und Geschichte weiterzutragen. Das war so ein bisschen eine parallele Geschichte. Wir hatten nach dem Kappersborder Berg, also nach der Kriegsgräberstätte Runkel, haben wir angefangen, uns mit jüdischem Leben in Runkel und Villmar zu beschäftigen, mit dem Ziel, Stolpersteine zu verlegen. Parallel dazu hat sich hier schon die KAB getroffen, da wussten wir nur nichts von. Und ein Kollege von mir hat mich dann angesprochen und irgendwann tauchte der Helmut Hübiger in der Schule auf und dann war die Zusammenarbeit quasi klar. Und wir haben dann unsere Recherche, die die Kinder schon gemacht haben, hat dann die KAB als Grundlage genommen und die Biografien, haben Sie ja eben gehört, die wurden vorhin vorgestellt, da haben unsere Schüler dran gearbeitet. Jetzt nicht die, sondern der Jahrgang davor, aber die tragen das weiter. Und so ist es auch gewollt ein bisschen von mir, wir wollen, dass Geschichte weitergetragen wird. Im Zeichen des stetig steigenden Rechtspopulismus und der daraus entstehenden Gewalttaten, wie zum Beispiel in Halle oder aktuell in Hanau, erhält die Erinnerungskultur eine zunehmende Priorität. Ich bin 17 Jahre alt, als ich 1939 nach Frankfurt deportiert wurde. Dort lebe ich in einem Ghettohaus, nur Juden. Dabei wäre ich doch im Oktober gerne als Kirmesbursche dabei gewesen in Weiher. Ich werde nach Majdanek gebracht und dort ermordet. Die Liebe meines Lebens ist Lina Caroline Blumenthal. Sie ist aus Weiher und nach unserer Hochzeit am 18.11.1921 sind wir nach Weiher gezogen und haben dort im Frieden gelebt, bis es losging. Am Martinstag 1938 wurde ich verhaftet. Dabei sollte unser Sohn Hermann dieses Jahr wieder den heiligen Martin spielen. 1939 verkaufte mein Mann unser Anwesen hier im Graben. An die Gemeinde? Freiwillig? Nein, nicht freiwillig. Alles hat sich verändert. Freunde haben sich abgewandt. Wir durften nicht mehr über einkaufen und keiner hat uns geredet. Nach dem Tod meines lieben Josefs leitet Sally unsere Metzgerei in Villmar. Dann kommt der Aufruf, kauf nicht bei Juden. Es gibt einige, die uns die Treue halten. Unsere liebe Nachbarin zum Beispiel. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Ich entschließe mich, die Metzgerei zu verkaufen.
Als mein Sohn Sully am 9. November 1938 verhaftet wird, anschließend nach Buchenwald deportiert wird und dort kurz nach Weihnachten 1938 stirbt, werde ich krank vor Kummer und Sorge, was in diesem Land geschieht. So haben die Schüler der Johann-Christian-Senckenberg-Schule schon im November letzten Jahres einen Gottesdienst in Gedenken an die Pogromnacht gestaltet und geprägt. Die Erkenntnisse ihrer geschichtlichen Ermittlungen wurden über die Biografien ehemaliger Filmerer Mitbürger vorgestellt und berührten so besonders intensiv ihre Zuhörer. Ja, weil das immer noch Thema in unserer Gesellschaft ist, leider. Und leider. Richtig. Und daher immer noch ganz, ganz wichtig, mit den Jugendlichen auch darüber zu reden, dass wir eine vielschichtige Gesellschaft sind, dass es wichtig ist, auch, dass viele Religionen nebeneinander, friedlich nebeneinander auch existieren dürfen und wollen. Es sind nicht alles Christen, die mit dabei sind. Und genau das ist ja unsere Gesellschaft. Und das ist so schön, dass es auch so einfach in der Schule gibt, wo man Vielfältigkeit auch gemeinsam erleben kann und auch auf Geschichte schauen kann. Und wir bitten für unsere mit Hass gefüllten Mitmenschen in Deutschland, in Europa und in jedem anderen Land auf unserer Erde, dass sie Gespräche mit Menschen anderer Religion suchen und dadurch ihr Misstrauen abbauen, dass sie verstehen und achten lernen, dass sie Vielfalt wollen und brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für uns alle, dass unsere Herzen rein von Vorwürfen und Hass jeglicher Art sein mögen und dass wir die Erinnerung an die Vergangenheit lebendig erhalten, damit die Zukunft frei von einer Rassenideologie ist. Wir bitten dich, erhöre uns. Dieser Wunsch kam explizit wirklich von Schülern, die gesagt haben, wir müssen aber auch für die Menschen bitten, die den Hass in ihrem Herzen tragen und in ihrem Kopf leider den Rassenwahn haben. Auch für die Menschen müssen wir bitten. Ich finde es ganz gut, dass man sich halt, wie gesagt, an Sachen erinnert, die halt früher passiert sind, weil das sollte man halt auch nicht vergessen, was damals passiert ist. Dass es schon irgendwie krass ist, dass die einfach so vom Leben rausgerissen wurden, ohne so irgendwie vorgewandt zu werden oder so, dass es einfach mal so passiert ist. Also die hatten Nachbarn und die waren dann auf einmal keine Freunde mehr und haben einen ignoriert und man durfte nicht mehr nirgendwo kaufen. Und dann wurde man halt einfach aus dem Leben gezogen. Man kann das halt gar nicht so glauben, was damals passiert ist. Und auch nicht in Worte fassen, dass es so Menschen früher gab, die das so einfach gemacht haben, ohne irgendwie darüber nachzudenken. Wenn man jetzt so sieht, was so für, dass es noch so nationalsozialistische Leute gibt, die halt das, sag ich mal, gefeiert haben, was damals passiert ist, oder den Holocaust so sagen, dass er nicht passiert ist oder so, dann könnte ich mir vorstellen, wenn solche Parteien nochmal an die Macht kommen, dass sowas klar nochmal passieren kann, aber ich würde es mir jetzt nicht wünschen. Ja. Sie sind verunsichert durch solche Geschichten, die in Halle passiert sind oder was man auch in unserem näheren Umfeld erlebt, sind sie sehr verunsichert und umso wichtiger ist es, dass wir hier Flagge zeigen und dass wir mit den Schülern gemeinsam an Demokratie arbeiten und alle gucken in den Osten oder nach Halle. Gucken Sie doch mal nach Filma, was hier alles Tolles passiert mit unseren Schülern, was die hier auf die Beine stellen, wie engagiert die sind. An diesem 3. Februar 2020 treffen sich diese Schüler mit rund 150 interessierten Filmerer Bürgern, um den Opfern abermals zu gedenken, indem die Ergebnisse ihrer Ermittlungen eingraviert auf den Stolpersteinen zur Erinnerung und zur Mahnung in den Boden eingelassen werden. Sie waren Teil unserer Zivilgesellschaft. Man kaufte beim Sully Fleisch und Wurstwaren, bei Gutheims einen Kommunionanzug. Sie waren Gemeindevertreter, aktive Mitglieder und Wohltäter in Vereinen und deren Vorständen. Dirigenten, Kirmesburschen, Nachbarn und Freunde. Und genau daran sollen diese Stolpersteine erinnern. Die Stolpersteine sind uns Erinnerungen im Blick auf die Vergangenheit gegen Vergessen, Verdrängung und Relativierung sowie Mahnung für Gegenwart und Zukunft gegen Hass, Ausgrenzung, Einschüchterung, verbale und körperliche Gewalt, die wir leider in zunehmendem Maße wieder erleben müssen. Nie wieder war und ist ein Leitmotiv unserer demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaats, dessen Werte täglich neu verteidigt werden müssen. Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist, heißt es im Talmud. So wollen wir mit den Inschriften der Stolpersteine diesen Filmerer und Weihrer Mitbürgern ein dauerhaft sichtbares Denk- und Mahnmal in den Straßen unseres Marktfleckens setzen. Aber warum werden die Steine in den Boden eingelassen, wo sich jeder mit den Füßen treten kann? Sie geraten leichter in den Blick, wenn sie vor mir auf dem Gehsteig sind. Die allermeisten Menschen sind so aufmerksam, dass sie drüber hinweg oder herumschreiten und nicht drauftreten. Und man muss, wenn man sich interessiert, was draufsteht, verbeugen.
das ist die positive Botschaft. Und gehen Sie in alte Kirchen, die ganzen wichtigen Leute oftmals im Boden. Die Grabplatte im Limburger Dom, die beiden ersten Bischöfe liegen im Mittelgang, die Grabplatte, sind darunter begraben. Also Gedenken in den Boden einzulassen, ist keine neue Erfindung, hat eine ganz alte Tradition. Und so verneigen sich die Schüler der Johann-Christian-Senckenberg-Schule vor den Opfern des Nationalsozialismus und legen weiße Rosen nieder auf die blank polierten Gedenksteine. Siko Goldetti spricht dazu das jüdische Totengebet für das Aufsteigen ihrer Seelen in das Band des ewigen Lebens. Wir setzen mal die Großmutter nach oben und die anderen in eine Dreierreihe. Das Kind in die Mitte. Machen wir so. Okay? Ja. Und oben mache ich Naturstand. Schön. Machen wir so. Ja? Ja. Daniel Rosenthal, heute 63 Jahre alt, ein Großneffe von Sally Rosenthal, ist aus Bad Homburg gekommen, um der Zeremonie beizuwohnen. Das ist der Geburtsort meines Vaters und der Familie Rosenthal, die, soweit ich das gehört habe, aus einer Erzählung von einem Geschichtsprofessor aus Mainz, die Familie war in der Ecke Villmar, Limburg, vom 700. Jahrhundert bis zur Vertreibung 1938. Seine Familie überlebte durch Flucht nach Argentinien. Mein Bruder und ich sind die einzige Rosenthal-Generation, die im Ausland geboren sind. Meine Kinder sind dann wieder in Hessen, in Frankfurt geboren. Also meine Kinder kamen dann mit den Großeltern mehrfach. Die waren bei Familie Lauchs im Hof, haben dort gespielt. Ich kam aus beruflichen Gründen nicht oder die Termine passten nicht. Und das ist das erste Mal, dass ich dann in den letzten 50 Jahren wieder in Villmar bin, obwohl ich eine Stunde Autofahrt entfernt sehe. Bis jetzt hatte ich keinen direkten Bezug. Teile meiner Familie einen Stolperstein bekommen, hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung. Das ist ein wichtiger Teil, um nicht zu vergessen. Derzeit sieht es nicht so aus, dass das Kunstprojekt von Gunter Demnig ein Ende finden wird. Unzählige Steine wurden über ganz Deutschland hinweg verlegt. Der 75.000. war am 29. Dezember 19 in Memmingen. Und seitdem sind schon wieder 300 dazugekommen. 19 Stolpersteine wurden im Marktflecken verlegt. 30 weitere werden folgen. Sie erinnern in Villmar in der Grabenstraße an Josef, Bertha und Leopold Ackermann, an Isaak und die Enkelin Gretel Ackermann. In der Peter-Paul-Straße an Johanna, Salomon genannt Sally, Emmy und Liselotte Rosenthal. Meine Mutter hat bei Ida Simon im Haushalt gearbeitet, erzählte mir gerade gestern meine Mitsängerin Silke Weide. In Weiher erinnern die Stolpersteine in der Laubestraße an Minna Saalberg, Ida und Emil Simon, Hertha, Irene, Julius und Heinz Heimann. Zum Gedanken an Betty Blumenthal. In der Brühlstraße in Weiher liegen die Stolpersteine für Caroline, Albert und Hermann Walter Schönberg.